Wir leben in dem Moment, für den wir geschaffen wurden. Dank jahrzehntelanger Vorbereitung und vertrauensvoller Beziehung konnten wir reagieren, als die Gesellschaft und unsere Kundinnen und Kunden uns während der Pandemie am meisten brauchten. Spenden von wichtigen medizinischen Hilfsgütern halfen unseren NGO-Partnern und Regierungen, schneller auf Notfälle in der ganzen Welt zu reagieren und verhinderten, dass Millionen brauchbare Artikel auf Mülldeponien landeten. Henry Schein setzt sich seit langem für gesundheitliche Chancengleichheit als grundlegendes Menschenrecht ein und arbeitet daran, den Zugang zur Gesundheitsversorgung für benachteiligte und unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen zu verbessern. Eine Herausforderung, die durch die Pandemie noch verstärkt wird. Wir nutzen unser globales Netzwerk, um benachteiligte Gemeinden zu unterstützen, indem wir uns für sie einsetzen und Programme anbieten, die über Prävention und Wohlbefinden aufklären. Wir teilen einen Planeten und müssen ihn beschützen. Bis 2050 streben wir eine kohlenstoffneutrale Lieferkette an, indem wir in mehr erneuerbare Energien investieren, ein Ziel für die Kohlenstoffreduzierung entwickeln und mit unseren Zulieferern zusammenarbeiten, um Abfall zu reduzieren. Wir glauben an Transparenz und werden über unsere Fortschritte berichten. All dies, die Pandemiebereitschaft, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, die Ausweitung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung für alle, der Umgang mit der Umwelt, spiegelt das fortwährende Engagement von Henry Schein. Es geht uns gut, wenn wir Gutes tun, wieder. Das ist unsere Mission, gemacht für diesen Moment. Das ist Henry Schein.